So. Anscheinend funktioniert das mit meiner Musik schon wieder nicht. Warum auch immer, ich verstehe das ja alles nicht. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Digimon Survive. Wir sind in der alten Fabrik hängen geblieben. Ich glaube, ich muss mich auch wieder ein bisschen zurechtfinden hier. Genau. Wir können jetzt hier nach und nach mit allen Leuten reden. Okay, wir haben nicht viel, was wir uns angucken können. Mit Minoru und mit Miu haben wir schon geschnackt. Von daher geht wir dann die Reihenfolge weiter. Das heißt, als nächstes wäre Saki dran, mit der wir reden wollen. Und ich erinnere mich daran, dass das mit Miu nicht ganz so gut funktioniert hat mit dem Gesprächen. So. Tut mir leid, Takuma. Ich habe nichts gefunden. Ich suche zwar mit der Kamera, sehe aber nichts Hervorstechendes. Alles gut, lass dir Zeit. Du hast recht. Ich muss ruhig bleiben. Aber die Panik verschwindet einfach nicht. Echt jetzt? Du wirkst überhaupt nicht panisch. Ich bin beeindruckt, Saki. Beeindruckt? Wovon denn? Du hast dein Gefühl immer besser im Griff. Du bist kein Opfer mehr. Du hast gelernt, alles ruhig zu durchdenken. Die Situation zu bewerten. Meinst du? Ist mir gar nicht aufgefallen. Sie ist wirklich ganz anders. Sie tut zwar immer noch so locker, aber man sieht, wie sehr sie sich um alle sorgt. Aber sie scheint von ihrer Wandlung nichts mitbekommen zu haben. Oh, das ist doch... Das ist Topfschlagen auf dem Minenfeld. Also wir dürfen ihr nicht sagen, dass sie netter ist, weil dann würde sie implizieren, dass sie vorher nicht nett war. Genauso mit dem egoistisch. Also hätte ich jetzt gesagt, sie ist gereift, ist die am wenigsten unangenehme Antwort. Du wirkst wesentlich reifer, als wärst du mit dir im Reinen. Du flippst nicht mehr so aus, wenn du Panik hast oder sauer bist. Nicht wahr? Sie ist viel reifer geworden. Auch wenn sie sich das nicht anmerken lassen will, liegen ihr alle am Herzen. Sie sorgt sich um uns alle. Das sieht man. Ah, yes. Echt jetzt? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Solange man nicht mehr ein falsches Bild von mir hat. Sehr gut. Das war... Oh Gott. Ja. Anscheinend haben wir keine Gespräche mehr übrig. Gucken wir uns zumindest noch diesen Kampf an. Andromon haben wir offensichtlich schon. Und Mermaidmon halt irgendwie auch. Egal. Aber wir können ja gucken, dass wir noch mit Chromon sprechen. Vielleicht kriegen wir noch getamed und damit Zugriff auf andere Mega-Entwicklungen. Wie sehen Wolken am Himmel für dich aus? Er ist ein Flug-Pokémon, ne? Also ein Vogel-Pokémon. Oh Gott, ein Vogel-Digimon. Ich will drauf reiten. Ne, es war okay. Wenn ein Freund irgendwo Ärger machen würde, wie würdest du damit umgehen? Mit meinen Fäusten! Ich würde ihn beschützen. Okay. Harmlosen Monstern zuzuschauen, entspannt einen doch so richtig, oder? Jetzt steht hier gut. Oh, das war die beschissenste Antwort, die ich hätte wählen können. Okay, schade. Entwickeln wir uns selber zu unserem Chromon.
Haben wir irgendwo hin? Nee. Wir fliegen hier mal rüber. Und jetzt sind doch die beiden Andromon dran, bevor Agumon dran ist. Ist Agumon so langsam? Wahnsinn. So, wir versuchen es mit Chromon Nummer 2. Harmlosen Monster zuzuschauen, entspannt doch, richtig, oder? Okay. Die Antwort, die wir geben, kann nur besser sein als die hier. Mich nicht, nein? Okay, alles klar. Wolken im Himmel für dich aus. Ich will drauf reiten, war zumindest die passende Antwort. Okay, Antwort. Emotional statt logisch handeln findest du nicht. Effizienz ist wichtig? Yes! Okay. Wir haben zumindest die Chance, Chromon zu kriegen. Mit 30%. Schade. Okay, damit haben wir alles versucht, was ich hier versuchen wollte. Und renne jetzt mal volle Power los. Oh nice, Teamangriff. Warum man doch immer das so lange lädt zwischen den Runden, das verstehe ich manchmal auch nicht. Lecker, ein Wachstumsstein. Okay, können Magna angewonnen und Angewomon, die haben wir aber beide schon. Ja, dann anscheinend das Fabrik-Außengelände. Soll ich mit dem Professor reden? Ich, wir haben ja keine Wahl, ne? Geben tut's ja auch nichts, ja dann. Hast du was gefunden, Takuma? Nein, alles gut. Aha, also sage ich's nochmal. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Wenn wir verletzt oder besiegt werden, kann niemand mehr Miyuki helfen. Apropos, warum war sie das Ziel? Und warum nennen sie alle die Magd? Anscheinend ist Miyuki für sie etwas Besonderes. Magd, das hört man in unserer Welt nicht gerade oft. Manchmal verkaufen Schreinmärkte an großen Schreinen Amulette. Ja, aber das war nicht die ursprüngliche Rolle einer Magd. Märkte standen angeblich im Dienst der Götter und besänftigten sie mit Musik. Und sie hörten die Götter, die von ihnen Besitz ergriffen, um durch sie zu sprechen. Oh. Die Götter? Was, wenn diese Welt Götter hat? Könnte Miyuki eine Brücke zwischen diesen Göttern und den Kreaturen hier sein? Erwarten die Feinde, dass sie sich für sie einsetzt? Und warum sollte sie das müssen? Wollen sie also, dass sie für sie singen? Um die Wörter der Götter zu hören? Okay. Ich finde das sehr wild. Inmut oder Harmonie ist dann gerade egal. Warum wurde Miyuki entführt? Um zu den Göttern zu singen? Was? Miyuki singt doch ab und zu, oder? Sie haben eines ihrer Lieder mitgesummt. Was könnte es sein? Hör mal, Takuma. Zu Hause habe ich den Glauben an die Kimonogami untersucht.
Zu der Zeit gab es etwas über eine Blutlinie, die den Kimonogami diente. Eine Familie, die den Kimonogami diente, und ihr Name war Minase. Und der Name meiner Schwester ist Miyuki Minase. Miyuki Minase? Ja. Oh ja. Du hast mir geholfen, mich zu erinnern. Dieses Lied von Miyuki, das ich gesummt und vergessen hatte. Es war ein traditionelles, sakrales Lied der Familie Minase. Miyuki war eine Magd im Kimonogami-Schrein? So besonders war sie nicht. Haru, was ist los? Du bist ja total durch den Wind. Das ist jetzt nicht wichtig. Ich muss über Miyuki reden. Sie hatte einfach Angst vor dem Alleinsein. Sie war weder mächtig noch etwas Besonderes. Deswegen habe ich versprochen, ihr zu helfen und immer an ihrer Seite zu sein. Und trotzdem sang sie ständig dieses Lied. Dieses heilige Lied? In diesem Lied geht es darum, dass zwei getrennte Welten wieder vereint werden. Vielleicht haben ihre Gedanken dich wieder in diese Welt gerufen. Miyukis Gedanken haben mich wieder in diese Welt gerufen? Was zur Hölle weißt du, Haru? Ich kann es dir nicht sagen. Das musst du schon dem alten Dummkopf da fragen. Aber eines kann ich dir sagen. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass sie gerade wieder aufgetaucht sind. Ich werde Miyuki retten. Niemand sonst. Alles klar, Renamon. Warte, Haru! Wurde ich herbeigerufen? Wieder herbeigerufen? Ich... Oh. Reißen Sie es zusammen, Professor. Alles in Ordnung. Mir geht's gut. Stimmt das? Ist Miyuki wirklich meine... Warum hatte ich das vergessen? Sie sind wieder total blass. Setzen wir uns kurz da vorne hin. Tut mir leid. Nur noch ein bisschen. Dann fügt sich alles zusammen. Wenn aus den Fragmenten in meinem Gehirn ein einziger Gedanke werden kann, dann kann ich wenigstens eine Ahnung davon... Dann habe ich wenigstens eine Ahnung davon, wie wir nach Hause kommen. Aber warum? Ich muss mich daran erinnern. Gehören dieses Gefühl zu meinen alten Erinnerungen? Oder ist es Furcht? Wovor habe ich Angst? Beruhigen Sie sich, Professor. Ruhen Sie sich erstmal aus. Ja, du hast recht. Ich werde hier ein bisschen verschnaufen. Professor, der letzte Kampf steht kurz bevor. Ohne Sie können wir nicht gewinnen. Sie müssen auf sich Acht geben. Du hast recht. Danke, Agumon. Mein Körper und mein Geist brauchen Ruhe. Ich glaube nicht, dass das schon der letzte Kampf ist. Wir haben noch einige Mega-Entwicklungen, die auf uns warten. Okay, wir haben wieder alle Gespräche und einen freien Kampf. Es bleibt dabei, wir gehen nach Reihenfolge und als nächstes wäre also immer noch Mio dran. Ich glaube, wir gehen trotzdem erstmal durch alle Bereiche durch, einfach um zu gucken, ob wir irgendwas finden. Weil wäre ja schade, wenn wir irgendwas übersehen. Einfach weil wir zu hektisch sind. Siehst du? Sowas meine ich. Anstachelnder Machtkristall. Mhm. Sonst nichts. Ah, direkt hinter ihm. Das hätte er aber selber sehen können. Ach so. Ein Schatten. Ja, den kämpfen wir selbstverständlich. Gabumon! Gabumon ist wichtig. Bestimmt. Also mir ist er sehr wichtig. So, wir haben einen Gabumon, mit dem wir da reden können. Wer ist deiner Meinung nach schlimmer, der Täuschende oder der Getäuschte? Der Täuschende, ganz klar.
Selbst wenn du diejenigen in deiner Nähe als Freunde ansiehst, bist du am Ende doch allein. Das stimmt nicht. Was entscheidet deiner Meinung nach zwischen richtig und falsch? Die Realität? Ah, fantastisch. Okay. 30% für Gabumon. Oh. Ärgerlich. Oh, mit Gabumon. Dann hätten wir, glaube ich, noch die Möglichkeit gehabt, halt, Garurumon-Entwicklungslinie vielleicht durchzuziehen. So, ihr schafft das alleine, ne? Dann kann ich da eben ein Schlückchen trinken. Die Truhen, da war ja eh nie was Besonderes drin, von daher lassen wir sie einfach mal Truhen sein. Gabumon, das ist echt ärgerlich. Gabumon hätte ich gerne gehabt. Aber wir hatten kein Glück. So, haben wir hier noch irgendwas? Nope. War das jetzt eigentlich so, dass wenn wir jetzt wieder zu Kaito gehen, wir wieder einen Encounter haben? Nein. Okay. Ich hätte halt sein können, dass wir dann halt nochmal irgendwie an Gabumon rankommen. Darf ich vielleicht was sagen, Takuma? Wäre es in Ordnung, wenn du dich um meinen Bruder kümmerst? Er könnte jeden Moment in die Luft gehen. Das erkenne ich an seinem Gesichtsausdruck. Klar doch, aber warum fragst du mich? Ich wollte eigentlich selbst auf ihn aufpassen, aber naja, er sieht mich ständig an. Ich will ja nicht, dass er Verdacht schöpft. Warum können sie nicht einfach als Bruder und Schwester miteinander auskommen? Es spricht eigentlich nur das schlechte Timing dagegen, das abzulehnen. Okay, wir könnten ja beide auf ihn aufpassen. Oder wir könnten ihr zustimmen. Das ist wieder dieses innerliche Münze werfen. Wir passen mal beide auf ihn auf. Mich beschäftigt das auch. Aber ich kann nicht die ganze Zeit auf Kaito aufpassen. Wir sollten ihn beide im Auge behalten. Ah, sie will nicht. Ist das schlimm? Ich war genervt, weil er sich solche Sorgen um mich gemacht hat. Es wäre heuchlerisch. Darum geht es also. Ja, danke für deine Hilfe, Takuma. Haben wir uns geeinigt? Das war wieder das Falsche. Ich hätte einfach Ja sagen sollen. Oh, Sasaki, ob sie wohl Hinweise gefunden hat? Ja, bei Mio mache ich andauernd noch irgendwas falsch. Wir könnten bald auf dem Weg nach Hause sein. Das ist so unwirklich. Ich habe mich ständig gefragt,
wann ich wohl sterben würde. Eins nach dem anderen, Saki. Wir wissen immer noch nicht, ob wir Piedmon besiegen können. Tut mir leid, du hast recht. Aber wir sollten versuchen, positiv zu denken, oder? Wenn ich mir vorstelle, dass wir, was wir machen, wenn wir zu Hause sind, das hilft mir. Das ist auf jeden Fall besser, als einfach nur bedrückt zu sein. Hoffentlich können wir dann zusammen sein. Agumon, Florimon und die anderen. Vielleicht kann ich dann aber nicht sofort zu euch kommen. Wieso nicht? Ist doch ganz normal. Ich muss Dinge erledigen. Leute treffen. Dinge erledigen? Seltsam. Vielleicht sollte ich sie fragen, was sie damit meint. Wir sind zwar besser befreundet, aber persönliche Fragen? Ich glaube, das wäre zu konfrontativ, weil sie ja nicht über ihre Krankheit reden möchte. Wir wissen zwar alle, ne, dass sie krank ist, aber wir dürfen nicht drüber reden. Das ist schade, würde vielleicht implizieren, dass sie ein schlechtes Gewissen bekommt. Wann immer es dir passt. Es muss nicht sofort sein, wann immer es für dich okay ist. Takuma, wir haben das gemeinsam durchgestanden. Wir sind Freunde, auch wenn du nicht bei uns bist. Yes! Das stimmt, danke. Och, wir sehen uns irgendwann. Du lädst mich ein, okay? Und bis dann. Warte mal, ich hab dich gesagt, dass ich dich einlade. Sei nicht so ein Geizkragen. Ich freue mich schon. Sehr schön, das war richtig. So, als nächstes auf unserer Liste wäre Kaito. Die Frage aller Fragen, haben wir einen Encounter? Nein. Ist das Kaito? Ja, offensichtlich. Er bellt Mio im Auge, während er sucht. Er ist doch besorgt. Hey, wie sieht es mit Mio und mich für dich aus? Hä? Außer der Tatsache, dass ihr euch jetzt versteht? Komm schon, du kannst ehrlich sein. Ich bin nicht so sicher. Wahrscheinlich wird er sauer, wenn ich zu ehrlich bin. Kaito ist fast so besorgt um Mio, wie ein Vater um sein Kind. Das ist einfach nicht normal. Ich bin unsicher. Die beiden klingen mir zu negativ. Und das könnte aber auch so ihm den falschen Impuls geben. Also ich finde wieder, alles klingt furchtbar. Sie ist sehr wichtig. Man sieht, dass sie dir sehr wichtig ist. Du sollst doch keine Witze machen. Ich will hier keine Komplimente abgreifen. Aber du hast nicht unrecht. Sich so einer Welt solche Sorgen um seine Schwester zu machen, ist das nicht normal? Tja, du hast wohl nicht ganz unrecht. Wenn wir nach Hause kommen, muss ich mit dir reden. Ja, das war nicht richtig, offensichtlich. Hoppala. Kaito, naja, ob es dem Professor jetzt wohl besser geht? Ich sollte mal nach ihm schauen. Können sie nochmal mit Kerberusmon versuchen, aber ich... Nee, wir machen einfach weiter. Wir sind eh schon maßlos überlevelt. Soll ich mit dem Professor reden? Ich darf doch nichts anderes tun. Schöne Runen. Takuma, hast du kurz Zeit? Alles in Ordnung, Professor? Naja, auch wenn ich versuche, nicht nachzudenken, lässt das mein Gehirn nicht zu. Aber vergessen wir das. Schau mal. Der Schutt vor der Mauer, sieht das nicht aus, als wäre der aufgehäuft worden? Unter der Mauer ist eine dünne Linie. Eine Tür? Ja, ich glaube, das könnte eine Tür sein. Dieser Schutt wurde bewegt. Vielleicht will uns Piedmon ja abschütteln, indem er die Tür versiegelt? Ja, es wäre möglich. Takuma, Agumon, helf mir mal, den Schutt wegzuräumen. Wir sind schon dabei, Professor. Ich helfe auch. Mit drei Leuten geht es noch schneller. Tschuk, 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 tschuk.
In Ordnung. Los geht's. Auf die Plätze, fertig und... Guck mal, eine schlecht aufgelöste Tür. Oh, ich glaube, wir haben alles weggeräumt. Das war anstrengender als erwartet. Mein Rücken... Oh, ich fühle das. Aber wie ich es mir dachte, ist hinter der Mauer eine Tür. Und der Ausrichtung nach zu urteilen, führt die Tür zum Gebäude im Norden. Weil das eine Tür ist. In diesem Gebäude. Mies so smart. Wir haben gesucht und gesucht, Piedmon oder Miyuki, aber noch nicht gefunden. Dann müssen sie hinter dieser Tür sein. Das sind bestimmt in diesem Gebäude. Das sollten wir uns ansehen. Vorher müssen wir aber noch allen sagen, was wir gefunden haben. Alles in Ordnung, Professor? Kannst du dich bewegen? Ja, alles gut. Tut mir leid, dass ihr euch solche Sorgen machen musstet. Das war kein schöner Anblick. Aber jetzt geht's mir besser. Ich kann mich bewegen, kein Problem. Gut, oh, haben Sie sich schon an irgendetwas erinnert? So langsam kommt alles zurück. Verschiedene Kindheitserinnerungen. Wie mich Tentakelarme abgegriffen haben und mich eigentlich getötet haben sollten. Aber das ist alles noch durcheinander. Ich wüsste nicht, was ich zuerst erzählen sollte. Ich werde versuchen, meine Gedanken unterwegs zu sammeln. Sie könnten sich noch ein bisschen ausruhen. Nein, nein. Ich weiß nicht mal, ob uns diese Erinnerungen helfen, nach Hause zu kommen. Falls das so ist, würde ich die wenige Energie lieber dafür nutzen, Miyuki zu retten. Wenigstens kann ich mir jetzt alles besser erklären. Wenn wir Informationen brauchen, um nach Hause zu kommen, sage ich sofort Bescheid. Sie sagen es mir? Du bist vernünftig und vertrauenswürdig. Ja, du solltest es hören. In Ordnung, danke, Professor. Aber etwas kann ich dir schon erzählen. Eine Theorie, die auf meiner Erinnerung basiert. Es geht um das Lied, das Miyuki hier und meine Schwester Miyuki Manase beide gesungen haben. Aus dem Weg! War das Harus Stimme? Beeilung, Takuma! Ist Haru... Garurumon! Soko odoke! Sono saki ni Miyuki ga iru ndaro! Hoppala, wie töricht, seid ihr immer noch besessen von diesem Menschenkind? Als ob ein Ding sowas verstehen könnte. Falscher Knopf. お前を裏切った薄情な人間とミユキを一緒にするな! お前は裏切られるべくして裏切られただけだ。言うじゃねえか。だったらお前の大好きな人間はお前に何をしてくれた。お前は何の見返りも得ていないじゃねえか。ただただ傷ついて辛い思いをしているだけだ。人間なんかにボロボロになってまで守る価値などない。 何が言いたい? お前たちに協力しろと。 お前こそ思い直せ。 主が信用に値するのか。 人間を生贄にすれば 本当に世界は救われるのか。 主にそんな力があるのか。 主は本当に神なのか。 ガルルモン、 お前だって疑問に思っているはずだ。 うるさい、うるさい。 俺は俺自身の復讐のために動いているだけだ。 主や世界なんていうあやふやなもののために動いてるんじゃねえ。 だったら… お前たちは… Wann haben wir denn alle Leute geholt? ガルルモンに… ハル? ハル君、 下がりなさい。 君がこれ以上傷つくことは… お前が私に指図するな。せっ、見たくもねえ顔がまた、やってきやがった。ガルルモン、やはり君は過去の私の。ガルルモン、お前は言ったよな。人間など信じられない。復讐をするために動いていると。復讐？ほら、復讐したい相手がここにいるぞ。 Haru und Garurumon schauen den Professor an.
Sie wollen ihn ermorden? Das darf ich nicht zulassen. Das ist ja hier wieder Moral. Also Inbrunst dürfen wir nicht nehmen. Wir nehmen die eine Moralantwort. Agumon, tanume. Garurumon no kogeki o fuseide kure. Wakatta. De, are. Kogeki konai yo. Er sieht auch nicht sehr zufrieden aus. Nase korosanai. Koko made ni datte aitsu o korosu chansu wa atta hazu nano ni. Jigau. Sonna koto wa. Omae wa mada mayotte iru nda. Aitsu o urande mo urami kirete inai. Das klingt ein bisschen nach Itachi Uchiha aus Naruto, oder? Du hast nicht genug Wut in dir. Damare. Er gehört da auch mit zu? Oh, mit ins Gesicht. うるせえ、うるせえ、うるせえ。何が傷だ。何が運命だ。そんなものにすがりつくお前らも、そんなものにすがっていた過去の俺も、何もかもくだらねえ。全部、全部消し飛ばしてやる。 Das finde ich schon ein bisschen extrem. そりゃ飛んでくるって。ハルが倒れてる。ひどい怪我。ガルルモン、なんてことすんの。俺の邪魔をするからだ。ちょうどいい。 So, der Kampf gegen Garurumon. Okay, wir sind zu dritt. Wasser-Digimon würde, glaube ich, auch noch Sinn ergeben, gell? Ach, ich darf neben Agumon noch ein weiteres nehmen. Drei weitere nehmen. Okay. Ja, cool. Ich glaube, dann sind wir so relativ gut gerüstet, ne? Oh, was ist denn hier los? Da sind ja ganz viele Gasimon. Ich glaube, ich muss noch mal eben doch von vorne anfangen. Entschuldigung. Ich brauche Flug-Pokémon. Flug-Digimon. Warum bin ich da so auf Pokémon getrimmt? Weil ich brauche da hinten die Truhen. Die will ich auf jeden Fall haben. So, das heißt, ich nehme mir mit meine beiden Engel und Siakamon. Unsere Engel fliegen nach vorne.
Und unsere anderen beiden gehen hier nach links rum. Komm ich ran? Natürlich nicht. Kann ich mit Gegnern reden? Nein. Hätte ja sein können, dass ich mit Garurumon reden kann. Vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit, irgendwie ihn zu tamen oder so. Kann sogar mit normalen Angriffen, aber sie kann ihn nicht töten. Aber wir kommen zumindest so weit ran. Oh, das reicht locker aus. Nice Assist, das könnte reichen. Damit ist der Kristall kaputt. Kommst du an irgendwas dran? Nee, Sobe, doch bestimmt. Fantastisch. Counter! Hast Plus? Okay. Kann ich dir einfach ins Gesicht hauen? Ja. Und dir doch bestimmt auch, oder? Oh, das reicht sogar tatsächlich nicht aus. Das hat das Gasimon doch sogar überlebt. Der Lump. Ich würde jetzt sagen, wir spielen noch ein bisschen mit Garurumons Zeit, bis wir an die Truhen rankommen. Sehr schön. Er kommt mit großen Schritten. So kommen wir doch bestimmt auch rüber, oder? Dann haben wir keinen Schritt verschwendet. Großer Felsen.
Fantastisch. Wie sie da einfach in der Luft stehen. Oh! Kommt ihr denn auf einmal her? Ja, nehmen wir einfach frontal mit, oder? Denke auch. Es ist gekommen, um wieder abzuhauen, dieses Kabuterimon. Oh, das hat aber viele HP. Muss ich eh zweimal raufhauen. Was haben wir hier? Feines entsiegelter Lichtkristall. Okay, und dann können wir zurück. Vielleicht kommen wir ja sogar noch zu Kabuterimon hin. Ah, wahrscheinlich nicht. Kann ich jetzt mit ihm reden? Nein. Mal so viel Damage, obwohl er das resistet. Oh! Hatte Agumons Lächeln eine Wirkung auf Garurumon? Garurumon macht jetzt eine Ultradigitation durch. Frech von ihm! Okay, doch nicht. Ja, ich mag das Geräusch echt gerne. So, dann hauen wir dich jetzt einfach mit dem Anker. Das reicht sogar. Ups. Und Kabuterimon so, shit. So, das sollten wir jetzt aber einfach hinkriegen. Mit Giga Destroyer in den Rücken. Es reicht nicht? Alter, guck mal, ich meine, wir haben fast doppelt so viel Level wie er. Und trotzdem reicht es nicht. Ah, okay. Dem Team Attack sei Dank haben wir es doch in dieser Runde geschafft. So, wir haben einiges bekommen. Hast großer Fels, entsiegelter Lichtkristall haben wir gefunden. Zylinder Feuerkristall. Alter, wir haben alles gekriegt. Was ist Neues? Garurumon,
ねえ。あなたはきっと裏切られたと思って傷ついたんでしょうね。でも相手は本当に裏切ったの？復讐したいって本当に思ってる？本心から復讐しようとしているようにはとても見えないわ。黙れ黙れ黙れ！あいつは確かに裏切った。俺を置き去りにしたんだ。おいおい、置いていかれて寂しかったってのか？その寂しい気持ちこそが相手のことをまだ恨み切れてない証拠じゃねえか。なんだと？どういうすれ違いがあったかは知らないけど、相手の気持ちになって考えたの？Ey, man, wurde er von irgendwelchen Gruselhänden geholt? だが、どうしてだ。お前たちと話していると、頭がグラグラする。Ich glaube, Garurumon steht kurz vor dem Durchbruch. Was ist zwischen ihnen vorgefallen? Wir wissen es immer noch nicht. Garurumon will ihn hassen, aber ich sehe hier keinen wirklichen Hass. Er ist auf deiner Seite. Wir brauchen jetzt ein bisschen Harmonie. Ganz genau. お前らの絆とかいう妄想にな。ハルク、気を失っているみたい。ここで休ませておこう。今は先を急ぐべきだ。置いていって大丈夫でしょうか？俺たちが派手に動けば危険はなくなるだろう。暴れまくって気を失っている春に手を出してる暇なんざなくしてやるんだ。そうね、この場に誰か残すわけにもいかないし。じゃあ心苦しいけど、ハル君はここに寝かせていきましょう。ist auch sehr gemütlich hier. ガレルモン、ミユキが囚われている場所を知らないか？俺は敗者だ。仕方ねえ、教えてやる。この奥の階段の先だ。さっさと行きな。ありがとう、ガレルモン。みんな、行こう。ガレルモン、行けよ。急ぐんだろうか。戦いが終わったら君とゆっくり話がしたい。これまでのこと、君の思い、すべてを聞かせてほしい。そして私にできる償いをさせてくれ。それだけだ。Oh, wir erreichen Garurumons Herz. Das kann nur gut werden.Aber wir brauchen ja auch immer noch Garurumon für Omnimon. Von daher glaube ich, dass wir das bestimmt irgendwie hinkriegen. Wie so ein Opferort, ne? Altar, danke. Das fehlte mir.Miyuki ist an den Altar gefesselt.
捧げる特別な儀式の最中、邪魔をしないでもらおうか。ピエモン。Du klingst sehr entschlossen, Floramon. だが弱者には弱者の使いようがある。お前らも主様への贄となれ。みゆきだけじゃなくて僕たちをも利用しようっていうのか。Das lassen wir nicht zu。どうして生贄なんか必要なんだ。お前の目的は何なんだ。この地に広がる厄災を払うため、主様の望みを叶えるため。なる弱者よ、己の愚かさを呪いながら食われるがいい。 Wir kämpfen gegen Piedmon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 愚か者ども。Ja. Ich würde auch wieder irgendwie mal zumindest...Sie mitnehmen. Zwei darf ich noch. Guck nochmal hier. Dragmon ist ein bisschen hinterhergelevelt und Labramon auch. Oh Gott, hier ist ja auch noch was. Wir wollen auf jeden Fall alle Truhen haben. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ausschwärmen.Ich kann noch mit niemandem reden, das ist gut zu wissen. Das ist nur die eine Truhe hier. Das heißt, wir haben rechts eine und links zwei Truhen. Ja, wir gehen mal mutig nach vorne. Er geht auch wieder nicht, das ist sehr schön.Das macht genau gar keinen Schaden. Das macht auch keinen Schaden. Ach, bestimmt hat er so eine hohe Verteidigung und wir greifen ja von vorne an.
Okay, das macht zum Glück auch keinen Damage. Ich finde es sehr vorbildlich von Piedmon, dass er keinen Schritt läuft. Die haben super viel Verteidigung. So komme ich zumindest an diese Truhe. Und wir müssen Agumon gleich auf jeden Fall heilen und irgendwie aus der Schussbahn rauskriegen. Wir haben 7 Verbandszeug, das reicht auf jeden Fall. So, wir gehen auch einfach wieder ein Stück zurück und lassen ihn einfach zu uns kommen. Nee, zurückverwandeln wollen wir uns nicht. Wir machen eigentlich echt viel Damage, weil wir Serum gegenüber Virus sind, aber irgendwie ist das halt nichts, ne? So, wir können offensichtlich nicht von ihm weglaufen. Das heißt, wir greifen halt einfach zurück an. Wir machen nur, ach so, weil 0,75%. Aber die sind sowieso super strong in der Verteidigung, habe ich das Gefühl. Ach guck mal, die haben ja auch ihre physische Verteidigung erhöht, sehe ich gerade. Das reicht gerade so. So, jetzt haben wir uns aber die Truhen auf jeden Fall verdient. Ich glaube, wir hauen auch zuallererst. Er macht sowieso nichts. Das heißt, wir hauen jetzt zuallererst mal hier das Skelett kaputt. Ich hab's nicht gesehen, es reicht nicht.
Ich dachte, oh Gott, ich habe das nicht genau mir angeschaut und dachte, nein, das wird schon. Und dann reicht es nicht. Wenn wir die Truhen aufmachen, kommt Digimon. Okay, wir können auch ganz normal angreifen. Ja toll, jetzt kritten wir. Es reicht aber trotzdem nicht. Das reicht aber. Eigentlich wollte ich noch zurückdigitieren. Irgendwie habe ich das gerade verpeilt. Schade um die SP. Es reicht um 2 HP nicht. Das ist ja ärgerlich. Ja dann. Müssen wir uns doch nochmal wieder digitieren. Und er so, ich sitze das aus. Okay. Siehst du, auch nicht schlimm. Habe ich jetzt keine Schmerzen mit, dass hier keine Digimon aufgetaucht sind? Jetzt muss ich eben gucken. Er kommt 1, 2, 3, 4 Schritte weit. Genau, Bewegung ist auf 4. Und hat einen 4er Angriff. Also er kommt hier hin, dann 1, 2, 3. Ich glaube, hier wird er hinkommen. Das heißt, wenn wir uns davor hinstellen, sollte uns noch nichts passieren. Du machst das hier schon? Ja. So ein Ikakumon solltest du schon besiegen können. So, und dann entwickeln wir uns auch hier zurück. Ach, sie kommt hier nicht hoch, weil sie nicht entwickelt ist.
Man kann sich zumindest davor stellen. Guck diese Wand an. So, wir gucken nochmal. Genau bis dahin. Eins, zwei. Also würde genau bis zu ihr kommen. Das heißt, wir bleiben genau hier stehen. Okay, bewegen tut er sich nicht. Das heißt, wir gehen jetzt auf Konfrontationskurs und stellen uns genau in sein Gesicht. Und hier stellen wir uns dann nach hinten. So, Piedmon, was machst du? Er geht weg? Das ist jetzt ungewohnt. Die Hände sind zu stark. Oh, entschuldige, ich wollte es nicht wegdrücken. So, diese Hände sind zu stark. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um ins Stocken zu geraten. Da drüben. Ich hau dir jetzt die Maske vom Gesicht. Einfach aufgeschlitzt. Gerade sagen, jetzt kommt doch bestimmt Garurumon. Achso, das klingt logisch. Damit haben wir nicht gerechnet. Ich wollte gerade sagen, wäre oder Metall Garurumon?
答えて。進化した。行こう、タクマ君、みんな。ミユキが霧に連れて行かれる前に、さっさとピエモンを倒して、ミコ、ミユキを助けるぞ。わかりました。Wir waren wirklich schon dabei. Der Nebel ist noch nicht bei Miyuki. Wenn wir ihn besiegen können, können wir sie retten. Suddenly Timer. Können der wäre Garurumon nichts nachstehen, ne? Komm ich an? Nicht ganz. Karte. Das war Damage. Holy moly. Aber das sollten wir schaffen. Ach, wir steuern ihn gar nicht. Garurumon, weißt du, du hast deinen ersten Auftritt bei uns, ja? Haust daneben und lässt dich kontern. Oh, aber Genauigkeit von 49 ist auch nicht viel. Können wir dich heilen? Nope. Ja, dann ist vielleicht unser Agumon tot. Aber ist ja nicht schlimm. Wir wissen ja, er kommt wieder. Jetzt schießen wir ihn einfach in den Rücken. Das sind ja zu Prozente wie bei XCOM. Oder können wir jetzt einfach nicht mehr treffen? Ah, doch, wir können noch treffen. Okay. Piedmon perforieren heißt das Achievement, was ihr nicht seht.負けたんだ。
これ以上ボコボコにされたくなかったら私が負けた。私が負けただと。だからお前たちは無知で愚かだというのだ。何それ、どういう。ミュウ、俺の後ろに下がれ。なんだ、世界が一瞬大きく揺れた。なんだこれ、空気が変わった。なんかヤバい感じじゃねえか。しまった、ミユキ。Hat er sich teleportiert? Der Nebel ist plötzlich überall. Es ist viel schneller geworden. やべえ、みんな逃げろ。待って、ミノル君、ミユキちゃんがまだ祭壇にいるのよ。さあ、儀式を始めようぞ。我らが主よ、かよわき我々が失礼し、この祭壇より、この荷へ人間の子供を捧げ立てまつる。ダメだ、タクマ君。Ri und Shuji werden vom Nebel umhüllt und sind verschwunden, wurden vom Nebel umhüllt. Wenn ich hier einfach nur rumstehe, könnten wir auch Miyuki verlieren. Ich will niemanden mehr verlieren. Niemanden! Ich bin die Hauptperson. Ich verliere nicht. Doch, wir müssen mutig sein, damit Agumon digitiert.Wo sind denn alle?Ich habe alles versucht, ich habe mit ihm geredet. Das war nicht genug. Garurumon, warte kurz. Wo gehst du? Kanchigai suru. Ore wa mada omae o yurushita wake janai. Konkai wa te o kashita ga na. Sore wa ano Piero yarou ga ki ni kuwanakatta dake da.だったら次はどうなるかわからん。出会った瞬間はお前の喉元を食いちぎるかもしれないぞ。俺の心にはまだ迷いがある。俺が行く、止めるんじゃねえ。ガルルモン、タクマ君、ハグモン、お願い、無事でいて。私は、Sind wir jetzt in der nächsten Dimension gehüpft? Das sieht nicht gesund aus hier.
bin ich? Es ist so dunkel. Es ist so dunkel, dass ich nichts sehe. Wie soll ich jetzt stehen? Wo ist oben? Wo ist unten? Was ist das? Als ob aus dem Boden, als ob es aus dem Boden kommt, diese furchtbare Stimme. Wie bitte? Etwas Dunkles und Großes ist auf dem Weg hierher? Macht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir sind 6 Leute. Ich hätte jetzt sagen können, dass Macht, Wissen, Existenz, Seele, Herz, also diese 5 Dinge, quasi die Wappen unserer Kinder sind, aber scheint nicht so zu sein. Miyuki. Was ist das für ein seltsames, warmes Licht? Diese Stimme habe ich schon mal gehört. Mal sehen, woher das Licht da kommt. Oh, das ist hell. Oh, in der Schule. Wie sind wir hergekommen? Koko. Sie lächelt. Oh. ゆき、おしゃべりできるようになったんだな。一緒にいたのにずっと黙っていてごめんなさい。あれでも精一杯だったの。みんなの言葉に反応したくてもできなかった。私はこの世界の主に魂を半分奪われていたから。世界の主に。 魂を私と拓馬さんを取り込んだあの霧、あれは主の力の一端。私は随分昔にあの霧に取り込まれて、もうどれくらい経ったのかな。長い年月、心を食われ、意志を奪われ、私は魂の半分を主に消費され続けていた。そして魂の残り、 かろうじて主に捕まらずに済んだ。もう半分。それが獣神の世界で、たくまさんたちが出会った私なの。春が守ってくれていなかったら、とっくに魂の残り半分も食い尽くされていたわ。Ich verstehe. Deswegen war Haru immer an ihrer Seite. 私だけじゃない。たくまさんも。さっきは危ないところだった。もしかして さっきの暗い空間で光の方に来なかったら、きっと私と同じように取り込まれていたわ。いえ、きっと私よりも深く魂や命、存在のすべてを食い尽くされていたと思う。そっか、ギリギリのところだったんだ。 Können wir uns ja ausmalen, was mit Ryu und Shuji passiert ist, ne? ありがとう、みゆき。助かったよ。え?霧に飛び込んだ時、みゆきが消えちゃうかもって、ただただ必死だった。だけど、よく考えたら僕だって、霧に飲まれたら
どうなるかわからなかったんだよね。助けてくれてありがとう。こうして話ができてよかったよ。お礼を言うのは私の方で、私今まであなたたちの役になんて立ってなかったのに。ああ、しにしない。それなのに、たくまさんは自分の身を顧みず、私を助けようとしてくれた。私こそ、ありがとう。そんなあなただから。いけない。都市が私たちの居場所に気づいたんだわ。なんとかしないと。天にかかる数多の星よ。歌？なんでこんな時に。Das, was sie singt, passt nicht so ganz mit der Hintergrundmusik, ne? Das macht ihr Lied so ein bisschen kaputt, finde ich. Was schade ist. Das hat der Professor gesummt. Ist das das Lied, was der Minase mag? Das ist wieder dieses gleiche, der gleiche dunkle Raum, aber wird das Licht größer? Was auch immer es ist, es hat schlechte Laune. Teil 8 steht hinter mir. Takuma, Wasseremono wa nai? Nai yo. Honto? Camp no Shiori wa? Hankachi mo yobun ni ireteru? Yama no hou da to kyū ni suzushiku naru koto mo aru shi, window breaker toka uwagi mo. Jacke und Mantel. Wenn sie einmal damit anfängt, hört sie nicht mehr auf. Ich komme noch zu spät. あまり夜更かししちゃダメよ。あとバスの中でスマホ見すぎるのもダメ。車酔いするからね。ああ、わかったわかった。それからまだ何かあるの？ズボンの内側にお守り縫い付けといたから。お守り？どういうこと？どうしても困ったことがあったらそれを見なさい。わかった？ Sie ist sowas von abergläubisch. Was muss er denn machen, um sich das Ding anzugucken? Muss er. Also, wenn das jetzt in der Tasche ist, kann man die Tasche auf links drehen, ja? Aber von innen in die Hose, das heißt, du musst dir die Hose ausziehen, um an den Glücksbringer zu kommen, das finde ich sehr unpraktisch.
Aber lieb ist sie ja. Mann, dazu fällt mir nichts mehr ein. Ich wünschte, sie würde mich nicht mehr behandeln, als wäre ich 5. Ah. Warum macht sie sich solche Sorgen? Ich fahre doch nur auf einen Campingausflug. Klar, ich werde immer ein Kind sein. Ihr Kind sein. Aber das bedeutet nicht, dass ich mich nicht entwickle. Es bedeutet nicht, dass ich niemals erwachsen werde. Ich habe was vergessen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles habe. So wichtig kann es nicht sein. Was hat sie denn? Man könnte meinen, es ginge um Leben und Tod oder so. Er hat sich nicht richtig verabschiedet. Das kannst du nicht machen, Takuma. Auch wenn du ein Teenager bist. Takuma! Seltsam. Also es würde sich ihre Stimme immer weiter entfernen. Takuma! 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 Ruft mich da wirklich meine Mutter? Es ist Agumon. Was? Das ist nicht meine Mutter. Aber sie klingt vertraut. Warum fühlt es an, als würde ich zittern? Oh, wachgeschüttelt. Also all das mit meiner Mutter. Entschuldigung. In diesem Wald gibt es ja jede Menge rosa-rote Spinnenlilien. Sind wir wieder im normalen Spinnenlilienwald neben dem Tempel? Komisch. In meinem Kopf ist alles durcheinander. Ich erinnere mich nicht. そうだ。ピエモンと戦って勝ったんだ。そうだよ。けど、その後、みゆきが霧に飲み込まれて。僕たちはそれを追いかけた。そしたら、なぜか音楽室みたいなところに行ってて、そこでみゆきと会ったんだ。 Sehr schön, sehr, sehr schön.
Ich habe mich mit Miyuki unterhalten und sie hat ganz normal gesprochen. Ich glaube, sie hat was gemacht und dann waren wir von diesem Licht umhüllt. Nein, doch nicht. Ich kann mich wohl doch noch nicht an alles erinnern. Wenn ich Miyuki fragen könnte, wüsste sie es vielleicht. そういえば、みゆきは?みゆきはどこに行ったんだ?僕にもわかんない。僕が気づいた時には、とくも以外誰もいなかったぞ。あれこれ考えるのは後だ。まずはみゆきを探そう。 みゆき、どこに行っちゃったんだろう。そんなに遠く離れた場所にはいないと思うんだけど。もっと向こうも探してみるか。いや、いきなりはやめておこう。奥の方は木が生い茂ってて薄暗いし、何があるかわからないから。それにしても、なんか変だな。 Das wüsste ich auch gern. So ein Glück, wir haben sie gefunden. Miyuki! Da ist sie einfach von unten aufgeploppt. Miyuki! Boku ga wakaru? Takuma-san? Miyuki, yokatta. Daijoubu? Kega wa nai? Hai. Tabun. Demo... 私たちどうしてこんなところに。よかった。本当に大丈夫そうだね。え?あ、いや。もしまた前みたいにちゃんと話せなくなってたらどうしようかと思って。Da hat jemand die Textbox vergessen. Der Praktikant, der dieses Spiel übersetzt hat, hat leider die Textbox vergessen. Bestimmt hat er das gesagt. Oh. Gut, dass wir kein einziges Wort mit ihr gewechselt haben. Ich glaube, wir haben am Anfang irgendwann mal bei einer freien Begegnung mit ihr geschnackt, aber sonst ja nie, weil das ja nie was gebracht hat. Absolut. そうだったのか。今までみゆきとこんな風にちゃんと話したことってなかったね。でもここに来る前の場所でもみゆきはちゃんとおしゃべりしてたよ。あの時は急だったし、ゆっくり話したわけじゃないからさ。そっか。ある意味初めましてだよね。 Takuma-san. Hm.
ハグモンもよろしくね。よろしく、みゆき。それでタクマさん、ハグモン、ここは一体どこなの？Ja, wir sollten nicht einfach hier rumstehen und quatschen. Das schlechte Gedächtnis ist auch so das Gimmick in diesem Spiel, oder? Niemand kann sich an irgendetwas erinnern. でも森がいつもと違ってなんか変なのは分かってるぞ。そういえばさっきもそんなことを言ってたよな。アグモンは何がいつもと違うと思ったんだ？この森、僕たちみたいな奴らの気配が全然ないんだ。アグモンみたいな奴らって？お、wir sind nicht mehr in der Digi-Weltファルコもやドラクもや他のみんなの気配も全然しない。それってどういうこと？それは僕にもわからないけど、ファルコモンたちの気配も他のやつらの気配も何にもないなんてやっぱり変だよ。みんなと遠く離れちゃったってことなのかな？パッと見た感じだと、さっきまでいた工場の近くでもなさそうだな。あの妙な島のどこかだとは思うんだけど、廃工場に向かう途中にも森があったけど、あそこには花なんて。Das ist es. Die rosaroten Spinnerlilien. Die sind das Seltsame. Und in dieser Welt wachsen rosarote Spinnerlilien nur an einem bestimmten Ort. Heißt das, wir sind irgendwie wieder zur Schule zurückgekehrt?Ah, guck mal, da steht sie ja. Das kann nicht sein. Die Umgebung passt nicht. Wenn überhaupt, dann ist das... Nein. Das kann nicht sein, oder? Ich meine, das ist doch nicht möglich, oder? So läuft das einfach nicht. Ich muss mich beruhigen und nochmal darüber nachdenken. Alles sorgfältig...Eins nach dem anderen überprüfen. Wie der Professor. Takuma, du kannst es noch? Nani ka wakatta no? Ja, mada nani mo. Takuma, kore kara dou suru? Boku mo sore o kangaete tan da. Koko de jitto shitete mo dou ni mo narana sou da shi. Ka toitte.むやみに歩いて迷ったりしても大変よね。敵の気配はしないけど、先に僕が見てこようか。二手に分かれるの？そんなの危なくないかな。Aufteilen ist nicht eine gute Idee. そう言われると、たくま、どうしたらいいと思う？ Unter diesen Umständen sind unsere Möglichkeiten begrenzt.Wir könnten hierbleiben und darauf hoffen, dass die anderen uns finden. Oder wir drei könnten uns umschauen. Andererseits könnten wir sich auch Agumon umschauen, während Miyuki und ich hierbleiben. Okay, wir wissen, was wir tun, indem wir hier reingucken und sagen, wir gucken uns zusammen um. Wir wissen ja, das hat eh keinen Einfluss auf irgendwas, außer dass wir jetzt hier die Inbrunst erhöhen. Ja, Buddy, 3 人で一緒に周辺を調べてみるのがいいんじゃないかな。じっとしててもどうにもならないと思うし、今バラバラになるのは避けたい。Ich mag das auch nicht, wenn wir uns aufteilen. には霧は出てないみたいだし、注意しながら探せばそう危険なこともないと思う。二人ともどうかな？もちろん、僕はタクマに賛成だよ。うん、私も。そうと決まれば。と言っても。どっちに向かえばいいんだか。タクマ、見て見て、あっち。お？あそこ、明るくなってる。本当だ。さっきまでは薄暗かったのに。あそこだけ明
と光が差し込んでる。まるで、Jetzt ist doch überall so ein bisschen hell. Sie hat recht. Es ist fast, als ob wir auf den richtigen Weg geführt werden. Aber es könnte auch ein Zufall sein. So oder so, wir müssen in Bewegung setzen. Nein, geh nicht zum Licht! Takuma! Wir sind dem beleuchteten Pfad bis hierher gefolgt, aber das ist nicht irgendeine Falle, oder? Und geht das nur mir so, oder sieht das hier irgendwie vertraut aus? でも単なる気のせいかもしれないから。ほら、いつもの校舎の近くの森にもこんな風に彼岸花が咲いてたろ。それで見覚えがあるだけかもしれないし。そうかな。僕はこんな景色見たことない気がする。似てるけどちょっと違う。Was ist das für ein komisches Gefühl? Wenn er recht hat, wenn das wirklich der Ort ist, an den ich denke. Das war der Moment, bevor wir die Digi-Welt gefallen sind, obwohl keiner weiß, dass es die Digi-Welt ist. Das könnte nur an einem einzigen anderen Ort sein. Aber das war, bevor ich Agumon getroffen und plötzlich in einer anderen Welt war. Finden wir gleich einen Tunnel? Durch den wir hier reingekommen sind? Das wäre ja was. Plötzlich renne ich, als ob mein Körper von ganz allein handelt. Ich muss es wissen. Ich muss sicher sein. Und das treibt mich an. トンネルだ。僕らはこれを通って神社に行って、それからあの世界に。タクマさん、それってもしかして、その私たちは？そう、僕たちは。え？え？何何？どういうこと？ Was ist hier los? Was stimmt? Ich frage mich auch so oft, was genau stimmt, Agumon. とにかくトンネルの先へ行こう。それで全てはっきりするはずだから。ま、待って。タクマ、待ってよ。 初めて見た。そうだよ。この景色だ。神社へ向かう前のこの道。変な霧だって。
もうない。僕の予想は間違ってなかったんだ。ここは僕たちは僕ら帰ってきたんだ。あの世界から出られたんだ。Aber die anderen sind noch da. じゃあここはタクマたちのいた元の世界ってことなの？そうだよ、そういうことだよ。へえ、ここがタクマの住んでた世界なんだ。よかったね、タクマ。Aber schön, dass auch Agumon hier überleben kann. Nicht hätte sein können, im schlimmsten Fall, dass er direkt gelöscht wird. Arigato, Agumon. Bikkuri shita shi. Chotto hen na kanji da kedo. Takuma na sekai ni issho ni korareru nante. Boku, nanka ureshii kamo. Boku mo da yo. Yokatta. Seikou shita nda. え？成功？それってどういう？覚えてない？あの音楽室でのこと。音楽室？そういえばあの時、そうだ、思い出してきた。みゆきが歌を歌ったんだ。そしたら白い光が現れて僕らを包み込んで。うわ、あれはみゆきがやったってことなの？あそこで魂の半分を取り戻した私はなんとかたくまさんを助け出すことができたの。それじゃあここへ戻って来られたのはみゆきのおかげだってことなのか。うまくいくかどうか自分でも自信なかったんだけど大丈夫だったみたい。本当によかった。Dieses ganze Gespräch kommt so unerwartet, dass ich Probleme habe mitzukommen. Wenn Miyuki uns in diese Welt zurückgebracht hat, muss sie irgendwas wissen, oder? Ich habe noch nicht mal ganz mitbekommen, dass sie ihre beiden Hälften wieder zusammengefügt hat. Aber eigentlich hätten wir das ja drauf kommen können, als sie ja wieder reden konnte. Das heißt, als sie in die andere Welt gezogen wurde, haben sich ihre beiden Seelenfragmente wieder vereint und sie ist wieder sie selbst geworden. Und das wurde halt so, nur so unterschwellig mitgegeben. Das heißt, wir wurden gar nicht direkt darauf hingewiesen. Was meinst du mit der Hälfte ihrer Seele? Das hat sie im Musikraum auch gesagt. Wenn ich so darüber nachdenke, was hat sie überhaupt in dieser Welt gemacht? Und weiß sie von allem, was mit den anderen passiert ist? Okay, ich habe so viele Fragen. Ich auch. Ich habe so viele Fragen. Was ist mit den anderen? Harmonie. 僕はみゆきのおかげで戻ってこられたんだとして、他のみんなは？わからない。私の歌にどれくらいの力があるのか、自分でも試したことはなかったから。歌？歌って、あの音楽室で歌ってた。それと、この世界に来たことと、何か関係があるの？あの歌はね、私の家に代々伝わっていたものなの。あの歌が向こうの世界とこっちの世界をつないでくれるの。Mit anderen Worten, der wahre Grund, warum wir hier sind, ist die Kraft, die in diesem Lied steckt. Na, aber die Hauptsache ist immer noch, dass wir es dank Miyuki zurückgeschafft haben. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie unsere nächsten Schritte aussehen wird. Takuma, Takuma! Kotchi no ho, nanka iru! Hä? Masaka, Kiyemon tachi ga? Sind wir doch nicht wieder zu Hause? Sind wir immer noch in der anderen Welt? Kono kehai wa boku tachi mitai nano janakute, Takuma tachi to onaji ningen no kehai da. Nanda, bikkuri shita. でも人間の気配ってことはもしかしてミノルさんや葵さんたちの可能性もあるよね。アグモンどうなんだ。そこまではわかんない。
Es könnten also andere sein oder auch nicht. Bin ich wirklich wieder in meiner Welt oder bin ich immer noch in der anderen? Was ist... Das sollte die Sache einfach alle mal klären. Ich weiß nicht, sie wirkt etwas aufgebracht. Was stört sie denn so sehr? Ach, hat sie vielleicht Angst um Agumon? Davor, was passiert, wenn er gesehen wird? Oder hat sie Angst, dass es Minoru und die anderen nicht heil hergeschafft haben? Aber sie könnte sich auch Sorgen um Haru machen. Wir nehmen die Moralantwort. みんなもこっちの世界に戻れてるんじゃないかって気になってる？え？僕も気にはなってるんだ。だけどあの時音楽室にいたのは僕たち3人だけだったから、みんなもこっちに戻ってるかもしれないって期待するのはやっぱり都合が良すぎるかな。 ごめんなさい。warum？あ、ごめん。みゆきのせいだって言いたいわけじゃないんだ。そうだよ。みゆきは悪くないよ。違うの。私別のこと考えちゃって。もちろん他のみんなのことも心配なんだけど。 Ah, verstehe. Miyuki macht sich bestimmt Sorgen um Haru. Das ergibt Sinn. Oh, das ist es, was sie stört. Sie ist ja... Also ich meine, Haru ist ja eigentlich ihr jüngerer Bruder gewesen. Und jetzt ist er der alte Professor. Sie hat ja super lange in der Digi-Welt festgesteckt. Damit wir mehrere Tage fort gewesen wären. Das hat bestimmt einige Aufregung verursacht. Das könnte übel sein, vor allem weil Minoru und die anderen noch nicht zurück sind. Solange die anderen in der anderen Welt sind, kann ich nie erklären, was passiert ist. Was soll ich nur tun? Was denn jetzt? Lernen wir jetzt quasi die unterschiedlichen Zeitgeschwindigkeiten der Digi-Welt und der Menschenwelt? Weil für die anderen Menschen sind wir wahrscheinlich nur ein paar Sekunden weg gewesen. Oh, Agumon, es tut mir leid. Na, sicher. Aber das heißt ja wahrscheinlich auch, dass wir jetzt hier, solange wir hier sind, die Zeit ja in der anderen Welt wesentlich schneller vonstatten geht und die anderen da, glaube ich, schon ein paar Tage auf uns warten, wenn wir wieder zurückkommen. あの人たちに話を聞くって言ってたけど、何を聞くの？
まずはこっちの世界で僕たちのことがどうなってるのかを確認したい。僕たちやみゆきが何日も行方不明になってたんだ。そうだよね。とにかくあの人たちに話を聞いてみよう。Und bestimmt kümmern die sich beiden, die drei, sich noch um den Steinrutsch. Vielleicht sollte ich die Leute hier befragen. Erstmal ein Selfie. Aber hier gibt's nichts, okay? Okay, wir haben das Absperrband. Hätten wir darauf gehört, wären wir nicht in einer anderen Welt gelandet. Wir sind irgendwo gelandet, wo wir eigentlich nichts zu suchen hatten. Auf dem Straßensperrschild von der Polizei steht auch nichts Hilfreiches. Den Leuten zufolge gab es auf der Straße einen Erdrutsch. Ich wünschte, ich könnte mit der Polizei über die Situation reden, in der wir uns befinden. Aber wahrscheinlich würde sie uns nur abwimmeln. Wäre zwecklos. Okay, wir haben die Frau und den Mann. Was soll das heißen? Geht hier irgendwas Seltsames vor? Also irgendwas geht hier schon vor. Oh, es geht auf jeden Fall etwas vor. Wir haben wohl einen ganz schönen Tumult verursacht. Was, wenn die Polizei uns fragt, was passiert ist? Was sagen wir dann? Wisst ihr, ein paar Schüler, die hier campen wollten, sind verschollen. Alle sagen, sie könnten in den Erdrutsch geraten sein. Die Polizei hat sich vor ein paar Minuten auf den Weg zu ihrem Lehrer gemacht. Vor ein paar Minuten? Hä, wovon redet ihr da? Wie viele Tage sind seit dem Erdrutsch und unserem Besuch in die andere Welt vergangen? Was hat das zu bedeuten, Takuma? Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Aber die Zeit scheint in dieser Welt in einem anderen Tempo als in der anderen zu vergehen. Was hast du durch ein Gespräch herausgekriegt? Takuma ist halt auch so Galaxy Brain. Diese Welt, die andere? Was zur Hölle faselst du da? Ja, gar nichts, ignorieren Sie mich einfach. Wie hat denn der Schrein den Erdrutsch überstanden? Steht er noch? Seid ihr neugierig? Aber ich glaube nicht, dass die Ermittlungen schon abgeschlossen sind. Der Schrein lag schon vorher in Trümmern, deshalb darf man dort nicht hin. Der Schrein liegt in Trümmern? Was? Was ist denn auf einmal mit Miyuki los? Ach, um das alte Gemäuer kümmert sich schon seit Jahrzehnten lang keiner mehr. Anscheinend war es mal richtig schön. Das würde man jetzt kaum noch glauben. Jahrzehntelang? Was ist denn Miyuki? Jedenfalls ist das Betreten gefährlich, daher würde ich mich an eurer Stelle davon fernhalten. Hey, euch habe ich noch gar nicht gesehen. Sagt nicht, ihr seid die verschollenen Schüler. Mist, was soll ich bloß sagen? Hier ist es gefährlich. Also, ab in die Schule mit euch. Bestimmt sind alle ganz krank vor Sorge um euch. Ab in die Schule? Wie meinen Sie das? Das Erdbeben hat einen Erdrutsch ausgelöst. Es sind sogar Schüler verschollen. Deshalb wurden alle unversehrten Schüler offenbar in die Schule zurückgeordert. Ich würde an eurer Stelle auch dahin. Meine Güte, habt ihr euch verlaufen? Nein, wir ruhen uns hier nur ein bisschen aus. Dann ist ja alles gut. Aber in dieser Gegend verschwinden ziemlich viele Kinder. Im Wald gibt es viele verwirrende Wildpfade. Aber die Leute kommen trotzdem. Zu dieser Jahreszeit gibt es hier immer so eine Art Lager. Ach, ja, natürlich. Die Leute, die in der Nähe wohnen, machen sich immer Sorgen, wenn Kinder hier sind. Ganz normal nach den verschwundenen Kindern. Das war vor 50 Jahren. 50 Jahre war Miyuki verschwunden. Verschwundene Kinder? Oh, das gab einen totalen Aufschrei. Wer könnte das vergessen? Und die Kinder wurden nie gefunden? Nein, sie verschwanden. Massenhaft. Selbst die berühmte Familie Minase verlor eine Tochter. Nein, sie meinen doch nicht. Sie war etwa in deinem Alter. Alter des Mädchens da drüben. Sie sieht beinahe wie Akiharu Minases Schwester aus. Miyuki sieht wie ein Mädchen aus, das vor 50 Jahren verschwunden ist? Und hat die Frau nicht Minase gesagt? Das ist auch Miyukis Nachname. Was geht hier bitte vor sich? Ist das nur Zufall? Oder könnte das sein? Entschuldigen Sie, aber was ist mit den verschollenen Kindern geschehen? Jeder im Dorf machte sich auf die Suche. Kein Kind wurde je gefunden. Nein, Moment.
wo ich sie darüber nachdenke. Einen kleinen Jungen fanden sie. Moment mal, heißt es etwa... Miyuki, was ist denn? Was, du bist ja ganz blass geworden, Kleines. Alles in Ordnung? Sie ist echt blass. Seit die Frau das gesagt hat, sieht sie so schlecht aus. Aber warum? Hä? Was war das für ein Krach? Hey, Takuma, kann ich jetzt wieder rauskommen? Ah, Agumon. Ah, was ist das für ein Viech? Ein Geist. Ein Monster. Nein, es ist nur ein Plüschtier, sehen Sie? Aber es hat sich bewegt und geredet. Darin steckt ein Computer. Das ist eins von diesen Plüschtieren, das gehen und reden kann. Richtig, Miyuki? Hä? Ich meine, ja, genau. Das macht alles der Computer. Aber Takuma, was ist ein Computer? Hier hören Sie mal, wie er wiederholt, was man sagt. Tolle Technik, oder? Verstehe. Die Technik ist heutzutage offenbar ziemlich weit fortgeschritten. Wie bitte? Ich fürchte, ich habe keine Ahnung, wovon ihr zwei da redet. Also ich glaube, wir sollten mal los. Wir kennen den Weg von hier aus, also... Sicher? Also schön, aber seid vorsichtig. Das war komplizierter als gedacht. Aber sie hat es abgekauft. Ja, sie war ziemlich schockiert. Du ja offensichtlich auch. Aber weshalb genau? Weshalb? Also bitte... Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich verstecken, Agumon. Entschuldige, aber es hat so lange gedauert, dass ich neugierig geworden bin. Agumon konnte wohl einfach nicht anders. Klar, dass er neugierig ist. Schließlich ist er zum ersten Mal in unserer Welt. Aber wenn dich noch jemand sieht, kriegen wir ernsthafte Probleme. Hier, nimm meine Hand und tu so, ab jetzt so, als wärst du ein Plüschtier. Ich muss bloß deine Hand halten. Das kapiere ich zwar nicht so ganz, aber wenn du meinst. Oh Mann, hoffentlich funktioniert das. Und wo genau gehen wir jetzt hin? Zur Schule, würde ich sagen. Vielleicht finden wir ja dort eine Antwort. Ah, ich würde ja zurückgehen und versuchen, in die Digi-Welt zu kommen, weil... Ich meine, die anderen sind ja jetzt ganz alleine. Was ist mit dir, Miyuki? Passt das auch für dich? Ja, ich will in der Schule was nachsehen. Okay, dann mal los. Ja! Das, was die Frau gesagt hat, beschäftigt mich. Und dann noch Miyukis Reaktion. Ein massenhaftes Verschwinden? Weiß Miyuki etwas darüber? Miyuki, doしたの? Nanka genki nai ne. Soyu wake ja nai n da kedo. Iizurai koto nano kana? Itte mo shinjite moraeru ka dou ka. Boku wa Miyuki no yuu koto nara shinjiru zo. もちろん僕もだよ。それについさっきまで別の世界に行ってたんだから、これ以上驚くこともないっていうか。確かにそうかも。だ、別に見に来た。私こっちの世界に戻ってからずっと変な感じがしてたの。ここは確かに元の世界なのに、なんだか私の知らない場所みたいで。 Das Spiel spielt 2 Jahre in der Vergangenheit, wahrscheinlich weil es 2020 eigentlich schon hätte rauskommen sollen. 2020. Kann sie wirklich aus einer anderen Zeit stammen? Wäre das möglich? だって私が住んでた頃は神社は廃墟なんかじゃなかったもの。それにコンピューターって何？私そんなの知らないよ。周りの風景もさっきの人たちの服装も全部私の知ってるのと違う。ねえ、タクマさん、これってどういうことなのかな？ Aber das kann nicht sein. Oder etwa doch?
Das würde ja bedeuten. アグモンたちの世界とこの世界は時間の流れが違うみたいなんだ。実際僕たちはあっちの世界で何日も過ごしたはずなのに、こっちではほんの数時間しか経ってないってことになってて、ここは私の知ってる元の世界とは時代が違っちゃってる。 Also, ich glaube, Miyuki hatte noch ein anderes Problem. Also, da die Zeit in der Digi-Welt ja schneller vorangeht, also hier sind es ja nur ein paar Stunden, in der Digi-Welt waren es mehrere Tage, er hätte nicht Haru der sein dürfen, der jetzt älter ist, sondern Miyuki müsste hunderte Jahre alt sein, nach der Zeitrechnung. Das heißt, sie hat noch ein anderes Paradoxon in sich. Miyuki. Ich meine, wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal, auch ein paar Stunden hier draußen bleiben und wir in der anderen Welt ja 7 Tage mindestens verbracht haben, dann sind wir ja quasi, wenn wir wieder zurückkommen, sind die anderen 7 Tage alleine ausgekommen. So, dann. Kosha-ma-de-mo-sukoshi-da-kara-soko-de-yasumo. Ich weine. Sie weint. Muss ein ganz schöner Schock sein, in eine fremde Welt zurückzukehren. やっと着いた。しかし、こうしてみると、こっちの外観は見慣れないな。ここ、見た感じ。 Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass Miyukis Zeit so lang her ist. Wir sind zwar zurück, aber ich habe immer noch keine Ahnung, was los ist. Nee, Takuma-san. Kore-kara-do-suru? Do-suru-te? Yasumun-janai-no? Demo, yoku-wakaranai-koto-mo-oi-shi. Das hat doch eben schon nicht funktioniert. Ja, genau, wir machen Inbrunst. どうにもならないのかもしれないし、とにかく体を休めることくらいしか。どうにもならないってどういうこと？よく考えてみてよ。先生とか大人に会えたとして、一体何て説明すればいいんだ？ 例えば不気味な世界に迷い込んでモンスターと戦ってました。僕らだけはなんとか戻ってきたんですが、他のみんなが、どうなったか分かりませんっていうのか。誰かに助けを求めようとしても、どう説明する？信じてもらえるわけがないじゃないか。だからって何もしないで休むだけ。休んだ後に頑張るんじゃないの？ Warum geht ihr denn nicht einfach zurück? Das stimmt. Die anderen sind immer noch an der anderen Welt gefangen. Das sollte dich jetzt nicht überraschen, Takuma. Also ja. Vielleicht kriegen wir niemanden dazu, uns zu glauben. Und ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, wie wir sie retten können. Trotzdem ist es nicht okay, einfach aufzugeben. Agumon, Miyuki.
だからこそまずは落ち着こう。みんなはもっと大変な目に遭ってるに違いないんだ。諦めないで僕らにできることを考えないと。今できることは情報を集めることだと思う。そのためにもアグモンには隠れててもらわないと。また僕だけ一人ぼっちなの。ごめんねアグモン、なるべく早く戻ってくるから。しょうがないな。その代わり早く迎えに来てよ。 Du bleibst diesmal versteckt. それじゃあアグモンは建物の陰にある茂みのあたりで隠れてて、おばあさんと違って学生たち相手だとぬいぐるみじゃないのはすぐバレるだろうから、くれぐれも気をつけて。いいな。かくれんぼみたいだね。かくれんぼか。うん、僕頑張って隠れてる。頼んだぞ。じゃあ僕たちは校舎に入って情報を集めながら先生を探してみよう。Erkundung. Bin ich mal gespannt, was wir hier finden. Hier ist in der echten Welt. Freier Kampf. Tatsächlich, wir haben einen freien Kampf in der echten Welt. Oh, Monster Emon. Wir gucken uns den Korridor als letztes an. Also es gibt hier kein Geraffel. Ja. Das habe ich nicht weggedrückt. Wir haben zwar einen Zeitplan über das, was wir tun sollen, aber er ist recht grob. Wahrscheinlich, weil jeder Teilnahme einen eigenen, detaillierten Plan anrichten musste. Auf der Tafel steht... Auf der Tafel steht eine Anleitung für Feldarbeit am Denkmal. Der Lehrer meinte, sie findet alljährlich statt und dass Schüler von überall mitmachen. Das ist eine geheime... Ach so. Die Autogeschwindigkeit läuft ja auch noch, ich Depp. Der Lehrer meinte, das ist ein Geheimtipp unter Geschichtscracks für seltene Denkmäler. Das Denkmal bei den Kirschbäumen. Eine Lehrerstunde in der Natur. Ein Bauernhofbesuch. An dem Regal hängen lauter Flugblätter über diese Gegend. Das muss schon ein Schock sein. Stell dir mal vor, du bist 50 Jahre... Also du machst quasi die Augen zu, machst die Augen auf und das sind 50 Jahre später als dem letzten Mal, wo du die Augen geschlossen hast. Das ist verrückt. Modemagazine, Bilderbücher und Comics sehen alle ganz normal aus und enthalten keine nützlichen Informationen. Aber so ein Comic lesen? Ich würde gerne die Nachrichten schauen, aber die Fernbedienung ist verschwunden. Oh, ich kenne das. Wahrscheinlich liegt sie am Fernseher. Wahrscheinlich hat jemand vergessen, sie zurückzulegen. Wie kann man vergessen, eine Fernbedienung zurückzulegen? Der hat die in der Hand und ist damit aufs Zimmer gegangen, damit die Leute nicht weitergucken ohne ihn. Ich sollte mit den anderen Campern reden. Großer Junge, das ist nicht viel Auswahl. Sie schaut wieder so traurig aus. Schon gehört, die Camper sind verschollen. Echt jetzt? Was ist passiert? Ich weiß nichts Genaues. Ein Lehrer hat sie überall gesucht. Wir sollen hier erstmal warten. Oh weia, das ist schlimmer als erwartet. Takuma, die meinen dich und deine Freunde, oder? Ja, ich glaube schon. Die Lehrer und Schüler haben immer noch keine Ahnung, was passiert ist. Okay, dann jetzt in die Cafeteria. Wir gucken mal in den freien Kampf. Aus Interesse. Ich kann tatsächlich auf alle Digimon zugreifen, die nicht von den Kindern sind. Okay. Dann mache ich da nicht so viele Kämpfe. Ich will auch nicht komplett davon leveln.
Gibt es hier Kisten? Nein. Dann können wir auch eben den automatischen Kampf mit voller Kraft vorausmachen. Ich meine, es sind ja auch nur zwei Monster-Imon, das sollte ja kein Problem sein. Der Crit war richtig und wichtig. Es gibt Runen. Wir können einfach ganz viel entwickeln. Wir können auch Ethemon holen, aber wer will das schon? Ich hab Lumeramon und ich hab. Hab ich Garudamon? Ich hab gar keinen Garudamon. Ja, guck mal, ich hätte Chroma gar nicht holen brauchen. Ich habe ja quasi Zugriff auf alle. 5! Ja, komm. Dann füllen wir unseren Dex mal so ein bisschen. Megadramon oder Gigadramon? Eigentlich gehupft wie gesprungen. Und es läuft ja auch darauf hinaus, dass wir hier Machine-Dramon und Mega-Seed-Dramon haben. Das heißt, wir kommen mit Mega-Seed-Dramon eh auf Metall-Seed-Dramon. Und wir kommen mit den beiden. Beziehungsweise wir kommen auch hier mit ihm zu Machine-Dramon. Das heißt, eigentlich ist es tatsächlich wirklich gehupft wie gesprungen. Die Frage ist natürlich, warum ist Gigaseed-Dramons Gesicht näher dran als das von Megaseed-Dramon? Das irritiert. Ein bisschen. Unsicher. Ach, guck mal, hier wäre Megaseed-Dramon gewesen. Okay. Wir entwickeln uns hier zu Triceramon. Dann haben wir den auch, Dex. Schaden tut's ja nicht. Dinorexmon ist neu. Komm, wir entwickeln hier einfach mal fröhlich weiter. Was soll schon passieren? So. Und rein von der Entwicklung her ergibt Arukenimon mehr Sinn, weil Marine Devimon kann nur zu dem rechten Digimon werden.
Arukenimon kann zu Beelzemon und zu dem anderen werden. Deswegen nehmen wir Arukenimon. Boltboltmon und Beelzemon, okay. Wir haben tatsächlich gar nicht mal so viele Digimon, ne? Aber die brauchen wir ja auch eigentlich gar nicht. Ach guck mal, wir könnten sogar Monster befreien. Das ist noch ein Zusatzeffekt. Wir schicken mal Numema nach Hause. Nö. Einfach weg. Okay. Gut zu wissen. Komm in die Cafeteria, gucken wir noch eben rein. Ich sollte mit den anderen Campern reden. Wir sehen uns hier weiter fleißig um. Sind froh, dass wir anscheinend noch immer keinen Akku verlieren und immer noch keinen Empfang haben. Die Lehrer? Die sind alle irgendwo gegangen. Irgendwo hingegangen. Vielleicht suchen die ja die verschollenen Camper. Das waren ziemlich viele. Viele? Entweder der Erdrutsch hat sie erwischt oder sie wollten ihn sich ansehen. Es sind immer noch viele Leute nicht in der Schule aufgetaucht. Anscheinend sind ein paar Leute aus der Schule abgehauen, um sich den Erdrutsch anzusehen. Die Lehrer drehen deswegen bestimmt total am Rad. Unangenehm. Miyuki, wie geht's dir? Ich bin plötzlich aufgeregt. Allein das ist schon ein Schock. Oh, heftig. Fernbedienung und Farbfernsehen betrachten die meisten von uns als selbstverständlich. Klingt, als wäre wirklich viel seit Miyukis Zeit passiert. Aber mir geht es genauso andersrum. Warum immer auch das jetzt in Klammern gesetzt ist? Aber gut, der Praktikant, wir wissen es. Ich habe es zwar erst nicht geglaubt, aber ich bin sicher, dass Miyuki nicht lügt. Was mir der Professor gesagt hat. Das Foto, das wir in einer anderen Welt gefunden haben. Und dieser Vorfall. Die alte Frau meinte, es sind seit 50 Jahren her. Es hat alles miteinander zu tun. Wurden Haare in Miyuki vielleicht vor 50 Jahren von der anderen Welt verschluckt? Takuma-san, das ist quasi die Absperrung, wo wir eben waren. Oh, das ist gar nicht gut. Das heißt, man könnte mich erkennen. Wenn sie erfahren, dass nur ich wieder da bin, fragen sie garantiert nach den anderen. Aber wie soll ich das nur erklären? Was denn jetzt? Welcher Bericht? Kommt dann noch etwas in den Nachrichten? Oh, haben unsere Abenteuer in einer anderen Welt Auswirkungen auf diese hier? Klingt, als würde Miyuki das gleiche denken. Aber Moment mal, was ist das jetzt für ein Bericht?
付近の道路が寸断されている。 Anscheinend haben wir wirklich Einfluss auf diese Welt. Das ist ja verrückt. Takuma-san, も見覚えあるよね。あるも何も。ここは僕らがさっきまでいたリエモンと戦った場所じゃないか。やっぱりそうなんだ。そういうこと。Ein Erdrutsch bei einem Schrein, eine Seilbahnunfall und eine eingestürzte Fabrik. Jetzt sagt mir noch einer, hier ist ein Vergnügungspark in der Nähe. Was hat das alles zu bedeuten? Was ist Miyuki gerade klar geworden? Sind das nicht alles nur Zufälle? Oder wusste sie von Anfang an Bescheid? Ist das kein Zufall? Warte. Atama ga kongaragatte kita. Kore tte 偶然の出来事じゃないの？やっぱりそういうことって。みゆきは何をしてるんだ？私も全部分かってるわけじゃないの。でも知ってることはちゃんと説明するね。そのためにもたくまさん、どこか他の場所に移動しよう。分かった。ここじゃ他の人に話を聞かれるかもしれないしな。Und jede Minute, wo wir Agumon alleine lassen, ist eine Minute, wo er eigentlich wieder aus Langeweile hier rumstolzieren könnte. ここなら誰かに聞かれる心配はなさそうだな。Also wir gehen nicht zu Agumon? Okay. Müsst ihr wissen. それじゃ早速話すね。全部私の推測なんだけど、私たちがいるこの世界と私たちが飲み込まれたあっちの世界はつながってるんだと思う。それはそうだよね。出なきゃ行ったり来たりできないよ。そういうことじゃないの。地の世界で何か事件が起きるとそれと対応するようにこの世界でも何かが起こる。え？さっきテレビのニュースで言ってた事故、あれもきっとそう。それって思い出して、たくまさん、ロープウェイや廃工場で何があったか。Die Seilbahn und die Fabrik?Was ist da passiert? Moment mal, darum geht es. Am Ort der Seilbahn ist Ryo gestorben. Und der Erdrutsch fand bei der Fabrik statt, in der wir gegen Piedmon gekämpft haben. Das heißt, es muss doch irgendwas an dem Ort passiert sein, wo Shushi gestorben ist. こっちの世界に影響を与えてるんだと思う。その証拠にと言えるかわからないけど、二つの場所には共通点もあったの。Sie hat noch was gemeint? Wirklich? Was verbindet sie denn noch aus einem Ort? Etwas, was beide Welten teilen? もしかして、霧？そう。どちらにも霧が立ち込めてた。何かが起きるときは必ず霧があたりを覆ってたの。ということはあっちの世界で霧が出ているところには悪いことが起きて、そのうちこの世界にも影響が出る。そういうことなのか。Das ist schon ein bisschen verrückt. 多分それやばいじゃないか。あっちじゃこの校舎にも霧が出てた。あそこにはまだみんないるかもしれない。あっちにいるみんなにもしものことがあったら。このことを知っているのは私とたくまさんだけ。つまり止められるのは私たちだけしかいないの。え？それってつまり、いや待って、冗談だよね。そう、助けられるのも
私とあなた。Haha, so viel Druck. Takuma さんだけ。私たちがあっちの世界に戻ってみんなを助けないといけないの。Da reden die seit Minuten von. 僕らに何ができるんだ。現に僕らはあっちの世界に戻る方法さえわからないんだよ。Wieder durch den Tunnel, ganz einfach. 戻る方法ならあるよ。私の歌で二つの世界がつながるの、たくまさんも見たでしょ。あ、そう。あれは水瀬家に代々伝わる力なの。私ならもう一度二つの世界をつなげられる。水瀬家に代々伝わるって。それじゃあのおばあさんが言ってた集団失踪事件で消えた水瀬家のお嬢さんって。Also das ist wirklich keine Überraschung. それじゃ、みゆきとハルがあっちの世界に行ったのは50年も前。そういうことになるね。Aber Haru wurde doch in der Intro-Szene auch vom Nebel verschluckt. Wie kann es denn sein, dass Haru überlebt hat, beziehungsweise er in die andere Welt zurückgesogen wurde? Das heißt, bevor die diese Grabbelhände ihn gekriegt haben, muss Miyuki ihn ja dann weggesungen haben. Die beiden waren also 50 Jahre allein in dieser alten, in dieser Welt. Das ist doch irre. Bei mir dreht sich wieder alles. Ich muss mich auf das große Ganze konzentrieren. Wir singen noch mehr. ヌシって私から魂を半分奪っていたヌシ、あっちの世界で子供たちを飲み込んでるのもそのヌシなの。Hatte Arukinimon und Piedmon nicht gesagt, dass die Opfergaben für den Meister seien? だけどどうしてそのヌシはミユキの魂を奪ったりなんてしてたんだ。50年前私があっちの世界にさらわれた時、他にもたくさんの子供が同じようにさらわれたの。だから私も最初はただの偶然なんだと思ってた。けど違ったの。主の狙いはミコの血脈。ミコ？もしかしてミユキのことなのか？うん、私が水瀬家が受け継いできた聖なる力、それが欲しい主は何百年も待ち続けていたの、恨みを晴らすために。 Es dreht sich also alles um einen uralten Groll? Das ist doch verrückt! お願い、私、主の因縁を断ち切りたい。あの子、ハルを救うためにも主を止めたいの。止めるったって一体どうすれば。私にもわからない。でも何もしないわけにはいかない。何より私、ハルを一人ぼっちにはさせられないから。みゆき、それにあっちの世界が壊れていけばこの世界だって無事じゃ済まないと思うの。みゆきの言う通りだけど。 Was sollen wir tun? Da passiert was Großes. Ich kann das Auto nicht aufhalten. So. Was sollen wir tun? Da passiert was Großes. So groß, dass es das Ende beider Welten bedeuten könnte. Ich habe Angst. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das aufhalten soll. Aber Miyuki will zurückgehen. Sie will ihren Bruder retten. Und ich will die anderen nicht im Stich lassen. Ich will sie auch retten. Aber ich weiß nicht wie. So stark bin ich nicht. Ich bin nur ein Junge. Ich habe keine Superkräfte. Wie soll ich die Welt retten? Aber kann ich Miyuki wirklich zurücklassen? Was soll ich nur tun? Ich kann sie nicht im Stich lassen. Ich みんなを見捨てたくなんかない。タクマさん、それじゃあ。なぜか。だけど僕なんかに何ができるって言うんだ。
僕はただの中学生で、みゆきみたいな特別な力もない。Aber wir haben Agumon. あっちの世界で必死に戦ってきたけど、本当はアグモンがいるじゃない。 Siehst du? Mein Reden. 今までだってタクマさんはアグモンと一緒に危機を乗り越えてきたでしょ。Yuki hat recht. Bisher konnte ich mit Agumon an meiner Seite alles meistern. Warum sollte es jetzt anders sein? Sollte es nicht. Ich weiß das. Aber es fühlt sich fast so an, als hätte ich die Rückkehr in diese Welt zu einem Feigling gemacht. Also ich kann mir das voll vorstellen. Ich meine, er hat jetzt ja die ganze Zeit gekämpft, ist jetzt quasi dahin, wo er immer hin wollte, also seitdem er jetzt ja in die andere Welt gerutscht ist, und muss jetzt wieder zurück, dahin, wo es gefährlich ist, und weiß halt nicht, ob er es wieder zurückschafft. Klar hadert er dann ein bisschen, aber eigentlich müsste ja die Verbindung zu seinen Freunden genügend ausreichen, damit er da wieder zurückrennt. Wir können sie nicht alleine lassen. Ich weiß es einfach nicht, was ich machen soll. Nein? Oh, yappari Takuma ka. Bushi dattan da na. Sensei. Mattak. Modotte kita nara chanto hokoku shite kure. Zuibun sagashitan da zo. Yajuma da ka, hontou ni ikue fumei da ka, wakaranai gakusei mo ite ima taihen na joutai nan da. Oh nein. Sumimasen. Takuma wa Minoru tachi to issho ni koudou shite ita hasu da na. Koko no minna wa dou shitan da? Wir wurden getrennt? Wenn sich die Frage stellt, haben sie es vermutlich nicht zurückgeschafft. Ich hatte ohnehin nicht viel Hoffnung. Die haben wir gefunden? Nein. Hm, soweit stimmen unsere beiden Geschichten überein, Takuma? Ja, ungefähr passt das. そうだったのか。とにかくお前だけでも無事でよかった。他の連中も無事だといいんだが。 Die Lehrer müssen alle glauben, dass der Erdrutsch die anderen erwischt hat. とにかくタクマはこのまま校舎に待機しててくれ。 Das kann ich nicht versprechen. そっちの君も騒ぎが落ち着くまでしばらくここにいた方がいい。まったく崖崩れだけでも大変なのに。崖崩れだけでもって。崖崩れが起きた現場の古い神社の方で熊だか喋る化け物だかが出たって。sprechendes Bärenmonster Ding? Nein, sie haben Agumon gefunden. とんでもない騒ぎになっているらしい。 Er ist eigentlich der beste Versteckspieler.もちろん言葉を喋るってのは何かの間違いだとは思うぞ。目撃した人はよっぽど気が動転してたんだろうな。Bei diesem Bericht frage ich mich。人の言葉を喋る化け物って、まさか悪魔か？いや、悪魔は近くの茂みに隠れてる。Bleibt nur noch eine Erklärung übrig。Yukis Gesicht ist leichenblass geworden. Nicht gut, das gefällt mir gar nicht. Könnte es wirklich sein, dass ich denke? Oh. Wir haben eben einen Kampf gehabt gegen Monster Emon. Kann es sein, dass jetzt doch andere Digimon hier auch rübergekommen sind? それなら私たちみたいに他の人に見られないよう隠すんじゃ。Sie hat recht. それにこっちの世界に戻る直前、最後の最後まで私たちの近くにいたのは。お、ピエットモン。それってもしかして。Oder es war der Meister. 二人ともどうした？心配なことがあるなら今のうちに先生に。ユキ、今すぐ確かめに行こう。うん。
おい、二人ともどこへ行くつもりだ。先生、ごめんなさい。どうしても行かなきゃいけないんです。Entschuldige, Herr Lehrer, wir müssen das sprechende Bärenviech angucken. Als erstes müssen wir zurück dorthin, wo wir Agumon zurückgelassen haben. Okay, aber es ist zumindest nicht Agumon gewesen, der gefunden wurde, so. Entschuldige, Brillenjunge, ich hab keine Zeit. Ist das kurzhaarige Mädchen? Pokémon daro. Anna abaretete sa. Oh. Ja, ich hab's gehört. Kore wa omotta tori no yabai yatsu kamo. Isoko. Ah, chotto. Kimi tachi, sochi ni wa ikanai hou ga. Doch, genau da wollen wir hin. Meine Beine sind so kurz, ich komm nicht hinterher. Doch, genau da wollen wir hin. Ja. Wakatterkedo. Koronda no ka? Daijoubu ka? Takuma nara boku ga tsuite iru kara daijoubu da yo. Ah. Bakemono. Kochi kuru na. Ah, mo. Yuki, Agumon, hasuru do. Es ist tatsächlich Piedmon. ここは私は一体何何何こんな時にコスプレ裏の祠も倒壊して大変不安定な状況です野獣馬は前に出ないで下がっ人間どもしかもこんなにたくさんあの時私は渦に巻き込まれ主が私を裏切ったというのか。 Warum hat er vier Schwerter auf den Rücken? Nanda, omae wa? Kochi o muite otonashiku. Ei, utoshi. Einfach aufgeschlitzt. Verdammt, genau das, was nicht passieren sollte. Aber da stimmt was nicht. Er hat überall Verletzungen und sieht total wütend aus. Was Wichtiges drin? Ich darf mich nicht ablenken lassen. Wir müssen irgendwie mit Piedmon fertig werden. Ich zieh dir die Waffe und erschieß ihn doch einfach.
私は主様に忠実に仕えてきたというのに、それなのにどうして、どうしてこんな仕打ちをするんだ。ピエモン、みゆき、近づいちゃダメだ。あいつどう見たって正気じゃない。ピエモン、あなた間違ってるわ。なんだと？私のどこが間違っているというのだ。あれは、ルシはあなたの思っているような存在じゃないの。そんな、デタラメを言うな。Oh nein, Piedmann wird Miyuki angreifen. Ihren Platz einnehmen. Wir sind Helden. Wenn ich nichts unternehme, ist Miyuki geliefert. Es gibt nur eine Möglichkeit. Miyuki, im Augenblick sagte.人間の子供の分際でこの私に歯向かうだと、許さん、もう許さんぞ。Nicht gut, jetzt ist richtig sauer. 私の邪魔をしたこと、ここで後悔させてやる。お願い、少しでいいから話を聞いて。私を騙して何をしようとしているかは知らんが、その手には乗らん。違うの、お願いだから私の話を聞いて。ユキ、前に出ちゃダメだ。でも、ich glaube, er möchte eher mit seinem Schwert in uns alle durchdringen. Glaubt sie wirklich, sie kann Piedmon überzeugen? Sie hat kaum eine Chance. Ich will dich zurückholen und die Gerechtigkeit von Nushi zurückholen.まだ言うか。私にはわかるの。魂を奪われている間、武士と同じ世界を見ていた私には、武士はあなたのことなんて最初から何とも思ってない。Also geht's ja die meisten Chefs, ne? Mit ihren Untergebenen. お前の言うことなど誰が信じるか。デタラメだ。何もかも。でたらめだ。武士を冒涜する者はこの私が許さん。Oh, jetzt hat richtig Bock. Es bringt nichts, so wird es nur schlimmer. Wir müssen Piedmon aufhalten. Jetzt. Oh, meine Kopfhörer sagen auch schon, dass der Akku leer ist. Agumon. まずは邪魔なそいつらをちまちりにあげる。それからミコ。Ein Kampf ist unvermeidbar. Ich spare mir meine Zweifel besser für später auf. Puh, ist es schon so weit, dass wir aufs Mega-Level digitieren können? Einfach abgewehrt. Gaffer.Keine Fotos. Ah, mein Foto ist aber ganz verschwommen. Das passt doch nicht für Insta. Ah, Gott sei Dank, wir sind nicht ganz alleine. Wir packen hier mal so ein bisschen unsere stärkeren Digimon aus. Ah, okay. Agumon ist Pflicht. Alles klar. Ich habe Agumon nicht mehr gesehen. Jetzt ist natürlich die Frage...Okay, ich kann hier nicht aufhören. Das heißt, ich kann hier nicht so einen krassen Cliffhanger machen.
wir können zumindest direkt die Truhe aufmachen. Immerhin das. Hydrowasser. Mmh. State hydrated. Ange, wo man sollte so nicht mehr fliegen können. Kann der irgendwie mehr laufen in der Entwicklung? Ne, 3-3, okay. Das heißt, wir können uns ganz normal bewegen. Ha, das ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Nein, noch nicht näher rangehen, das ist gefährlich. Hier ist ein kleiner Drache, ein großer Engel, ein riesiges Skelett-Dino, ein Mecha-Dino, zwei laufende Pflanzendinger, ein riesiger Android und ein Typ mit vier Messern im Rücken. Warum sollte man da näher rangehen wollen? Haut ab! Nimm das! Und deswegen geht man nicht näher ran. Aber ich lache der Gefahr ins Gesicht. Das ist totaler Quatsch, dass wir jetzt hier zurückgehen. Weil ich meine, wir können mit ihnen wahrscheinlich genau, wir töten einfach beide, so haben wir SP gespart. Double Kill! Au, ha, das hat weh getan. Zählt das schon als hinten? Ah. Der Pfeil hat nur eine Höhe von 1 und der Angriff hat eine Höhe von 2. Okay. Also so sind die zumindest kaputt. Wir nehmen noch mal so ein Flästerchen. Ich glaube, wir bleiben mal ganz kurz hier stehen und schicken die anderen mal vor. Okay, und wieder haben wir die Trefferwahrscheinlichkeiten von XCOM.
よし、俺の番だ。Hätten wir vielleicht vorher machen sollen, den Buff auf alle Werte. Das hätte ein smartes Spieler getan. Erst angreifen, dann buffen. Muss reichen. Oh, nice Assist. Okay, mit der 65%igen Wahrscheinlichkeit töten wir ihn. Nice. Wir haben gewonnen. Das ist sehr gut, Agumon. Piedmon hat unzählige Wunden. Wahrscheinlich kann er sich nicht mehr bewegen. Aber können wir ihn hier einfach so liegen lassen? Aber ich will ihn auch nicht töten. Ich weiß, er meint es ernst, aber so geht es nicht weiter. Er hat viel abbekommen. Und ich bringe es nicht übers Herz, ihn noch mehr zuzumuten. Hier was vorsehen. Hultluft. Was ist dieses Lied? Dasselbe Lied, das ich im Musikraum gehört habe. Das ist dasselbe weiße Licht, wie das im Musikraum, als uns Miyuki gerettet hat. Los, schubs ihn! Ah, verstehe. Wenn wir es schaffen, Piedmon dort hineinzustoßen. Was ist da? Damit wir uns unser drängendstes Problem gelöst, aber dieses Licht ist immer noch da. Ich weiß, was das bedeutet, aber ich bringe irgendwie kein Wort heraus. Takuma-san,
タクマさん、崩れた神社を見て私が言ったこと覚えてる？裏の祠が崩れたってやつ。そう、あの祠は主にとって重要な場所なの。今まではあの祠のおかげで主の力がある程度抑えられてたんだけど、あれが壊れたってことは霧があの島を覆い尽くすのにそう長くはかからない。霧が島を覆い尽くす？そんなことになったらみんな怖い霧に飲み込まれちゃうよ。もう時間がないの。あっちの世界にもこの世界にも。このままにしていたらいずれはこの世界にも大きな。僕はどうしたらいい？お願い、力を貸して。この世界を、みんなを守りたいの。この世界を、何より仲間たちを守って。主は私を奪い返そうと狙っているはずだから。みゆき、僕はタクモ。Was soll ich tun? Nein, was will ich tun? Einerseits will ich die Welt retten, wie Miyuki vorschlägt. Wer will das nicht? Aber ich weiß, wie schwer das werden wird. Aber wenn ich nichts tue, lasse ich all meine Freunde im Stich. Sie haben so viel für mich getan. Ich kann sie nicht einfach aufgeben. Aber bin ich bereit, etwas anzugehen, das das Ende der Welt bedeuten könnte? Außerdem wollte ich nie in diese andere Welt. Ich wurde da einfach hingebracht. Und jetzt, wo ich dieser Todesfalle endlich entkommen bin, soll ich einfach zurückgehen? Es könnte mich das Leben kosten. Ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin. Stimmt. Wenn ich jetzt aufgebe, gebe ich auch Agumon auf. Und das will ich ganz sicher nicht. Er bedeutet mir so viel. Der Weg teilt sich hier. Spiel zu speichern? Oh ja. Okay, kann man jetzt hier theoretisch schon ins Bad Ending hüpfen? Nie mehr zurückgehen, die Welt retten, meinen Freunden treu bleiben. Okay. Idee. Agumon hat ja... ich gehe da mal mit der Maus rauf. Zwei Super-Mega-Entwicklungen. Die sehen wir hier. Ich vermute... Das hier bringt uns zum Bad Ending. Und die beiden entscheiden sich, in welche Form Agumon Super Mega Entwicklung geht. Ins Bad Ending gehen wir selbst Doch, genau das machen wir. Wir gehen für den heutigen Cliffhanger ins Bad Ending. Wobei, wir haben ja gerade gespeichert, gell? Ich mache hier noch einen zweiten Speicherstand. Und wir schieben das einfach alles aufs nächste Mal. Das ist doch ein Cliffhanger, wie er sich für ein Rollenspiel passend anfühlt, oder? Von daher würde ich sagen, wir gucken uns all das beim nächsten Mal an. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine schöne Restwoche. Und wir sehen uns an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder bei Digimon Survive. Bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gut. Tschüss. Mache ich noch Musik an, weil irgendwie will die nämlich nicht. So, tschüss.